Hallo Leute und herzlich willkommen zu Samcard und ein weiteres Video, wie ihr schon seht. Wir spielen heute Builders of Quies, so heißt wohl Griechenlands Erbauer oder irgendwas. Ja, wir dürfen den Beta-Test starten, oder hier steht zwar noch Early Access, aber bei der Einladung stand irgendwie Beta. Genau, wir dürfen das testen und ja, freue ich mich drauf auf jeden Fall, aber in erster Linie werden wir natürlich wieder dieses Audio ausstellen, ne, die Musik, weil wir kennen das, ist leider immer so. Erzählt das gut, das ist gut, voll FPS ist gut, das lassen wir erstmal alles so. Streamfreundliche Musik, hahaha, das kennen wir, lasst euch davon nicht täuschen mit streamfreundliche Musik. Naja, da muss man immer aufpassen. So, wie kommen wir denn jetzt hier raus? Okay. Ah, okay. Das kann ich nicht. Okay, wir starten einfach, würde ich sagen. Zack. Szenario, Sandbox, ja. Machen wir Szenario. Szenario, fortfahren. So, zack. Neue Anfänge. Wunderbar. Wunderschön auf Deutsch. Super. Ist immer ganz toll. Und los geht's. Immer. Alter, was denn noch hier? Weniger Hinweise, mehr Hinweise. Ja, mehr Hinweise. Kennt's noch nicht. Noch nie ein Strategiespiel gespielt. ja, aber gut. Kann ja sein, dass es immer anders ist, ne? Ja, wir gucken einfach mal rein. Ich bin gespannt. The island is already visible on the horizon. And after such a long voyage, it is good to finally feel the solid land under your feet. Fertile soils, virgin forests teeming with game, rich deposits of raw materials, and an azure ocean so abundant with fish they almost swim into the nets themselves. It is not an island, but an untouched paradise bathed in the sun. Was ich jetzt schon sehe, ist dieses Blumen, das wir da drin haben. Exhausted by war, people have entrusted their future into your hands. Now it is up to you to build and rule a great polis where everybody will want to live. However, you will not face this challenge alone. I will oversee everything and provide you with guidance. And if doubts arise, you can always seek help from the archives with scrolls written by the most illustrious kings. Okay. Gut, bauen Sie Agora. Oh ja, ihr seht schon wieder diese Verzehrung. Das ist wieder ganz wichtig, ja? Verzehrung und Blumen ist immer so wichtig. Und man kann es nicht einstellen. Ich verstehe es nicht. Zack. Also ich weiß nicht, gefällt euch das? Also mir gefällt es nicht, wenn ich solche so... Also man kann ja mal selber gucken, ne? Man kann ja mal selber so machen. Ja, klar, es verschwimmt, ist klar, ja? Aber das ist ein ganz anderer Effekt, wie das hier passiert. Das ist ein viel ekliger Effekt, was die Augen mitmachen müssen, anstatt das so zu machen. Also... Ich weiß nicht, warum man das immer in Computerspielen reinmacht. Ja, vor allem, wenn man noch näher ist. Guckt euch das mal an, wie krass das einfach ist. Tut mir jetzt schon die Augen weh. Tut mir leid, aber... Okay, dafür kann das Spiel ja nichts. Das ist halt eine typische... Also, kann schon dafür was, aber... Es ist halt typisch... Typisch dieses moderne Zeitalter jetzt, da muss überall Blumen drin sein und es muss überall Dings drin sein. Schlimm. Kann ich das irgendwie ausmachen? Ist trotzdem noch drin, ne? So ein bisschen noch ist es drin. Ich verstehe das immer nicht so. Egal. Ich würde das zeigen, so wie es ist. Na, muss mir ja nicht unbedingt gefallen. Ja. Gut. Okay. So, das ist das Spiel. Also sieht es aus. Ja, bauen Sie Agora. Wie baue ich Agora? Toll, wie du das mir sagst. Hier, Verwaltungsgebäude. Ich gehe mal davon aus, das hier muss ich machen. Ah, Agora. Also, das ist mein Marktplatz. Sozusagen. Okay. Standhaltungskosten gibt es.
Baukosten. Was brauche ich dafür? 2 Bilanz. Okay, ich brauche gar nichts dafür. Okay, gut. Drehen. Wie kann ich drehen? Ah, R. In den meisten Fällen drehen ist R. Okay. Gut. Ja, wo bauen wir das denn hin? Das schöne Ding. Hier gibt es überall Holz. Weiter rauszoomen können wir leider nicht. Das finde ich schade. Ich mache auch hier mal kurz auf Pause. Wir können leider nicht weiter rauszoomen. Gibt es eine Karte? Es gibt keine wirkliche Karte. Nein, also wir müssen jetzt sozusagen uns hier durchfuchsen. Wir können auch nicht mal wirklich... Okay, es gibt keine Übersichtskarte, gar nichts. Gut. Drehen? Drehen kann ich, okay. So, hier scheint wahrscheinlich Steine zu sein. Also mit mittlerer Maustaste tut man drehen. Wasser wird wahrscheinlich auch wichtig sein. Deswegen werden wir wahrscheinlich nicht so weit weggehen vom Wasser. Also hier gibt es auf jeden Fall sehr viel Holz. Das ist schon mal klar. Stein, ich weiß nicht, ob wir Stein brauchen. Ja, also es ist erstmal eine Insel. Okay, ich denke... Warte, was war hier? War das hier schick? Ah, so schick sieht es jetzt auch nicht aus. Na gut, wir starten jetzt einfach hier. Hier scheint wohl so ein Platz frei gemacht worden zu sein. Wir starten jetzt einfach hier, zack. So, wunderbar. For the neighboring Polis to establish contact with them, and the people do not know what to do. However, they long for a bustling city center, so you should promptly designate the place where the heart of your polis, the Agora, will be erected. Do you hear the buzz, conversations and laughter? People are looking into the future with hope. Sind sogar schon Leute da. Ist ja krass. However, they do not wish to spend many nights in the... Hier läuft einfach so ein Reh mitten ins Lager. Jetzt ist es weg. Das wurde wohl schon geschlachtet. Komm her, Mittagessen, komm her. So, bauen Sie Tetenhäuschen. Was ist denn ein Tetenhäuschen? Ach so, hier. Halt, hey, Wohngebäude, Straßen, Produktionsgebäude. Dekoration. Wieso kann ich hier schon was bauen? Okay, also hier ist Dekoration, Stierstatue. Okay, militärische Gebäude, eine Kaserne, Dienstleistungsgebäude, eine Läsche. Okay, also es wurde auch schon dementsprechend benannt. Holzfällerhütte, Jagdhütte, Steinbruch, Lehmgrube, keramische Werkstatt, Weinreben, Weinkellerei. Was ist das hier? Verwaltungsgebäude, Lager. Gut, was ist hier? Straßen, okay. Und Wohngebäude. Okay, also Wohngebäude bleibt wohl so und wird dann wahrscheinlich, wie man es von Siedler kennt, wahrscheinlich je nachdem, was es für Rohstoffe gibt, dann immer hochsteigen. Das ist wohl jetzt so das neue Muss sozusagen, dass solche Dinge halt immer so starten. Würde für den Menschen bauen. So, okay. 10 Stück will er gebaut haben. Okay. Denk mal, wir drehen das auch mal ein bisschen, so. Zack. Zack, jetzt haben wir hier 8 Stück. Brauchen aber 10. So, das ist meine kleine Siedlung. Jetzt geht los. Holzfällerhütte, Holzfoderhütte, so. Wie sieht es aber aus mit Wege? Kosten die Wege was? Ja, die kosten Geld, okay, die Wege. Gut. Genau, ich denke mal so, das machen wir einmal ringsrum. Weil wir wissen ja, Wege, die werden wohl immer denn besser genutzt, mehr genutzt, damit es halt alles auch schneller geht, damit es halt schneller auch laufen, ne? Und so weiter. So, bedenkt, ich habe, wie gesagt, nicht so wirklich viel mit Strategie am Hut. Ich habe früher viel mal Age of Empires gespielt. Command & Conquer gespielt und ich muss sagen, so alle Strategiespiele sind halt wirklich schon, die bauen halt irgendwie aufeinander auf. Also es ändert sich an den meisten immer die Grafik, die Richtung, wo es hingehen soll, welches Thema Zeug jetzt ist, welches Mittelalter, Strategie, nicht Strategie, Kriegsspiel oder, ja, oder eben jetzt hier Griechenland, ja, aber insgesamt ist, also insgesamt ist eigentlich immer alles dasselbe, ja, man sammelt Ressourcen, dies, das. Und ist es auch immer derselbe Aufbau eigentlich. So, das mit den Häusern, wie gesagt, ja, ihr seht es. Ja,
Ja, man kann die Steuern eintreiben, denn hier ist das Moral sozusagen oder das Gemüt der Leute. Und das ist halt das, was sie brauchen. Und dementsprechend werden die Gebäude dann wahrscheinlich entwickelter und können wahrscheinlich mehr aufnehmen oder, ne? So, insofern der Fortschritt. Ne? So, und ja. Ich habe bestimmt das letzte Mal ein Strategiespiel gespielt vor 10 Jahren, 20 Jahren. Ungefähr, ja. Gut, außer letztes Mal, jetzt, wo wir jetzt das Video getestet haben. Ich meine, jetzt intensiv gespielt. Aber ich habe trotzdem irgendwie mitbekommen, wie das so ist, ne? Und daher weiß ich das halt auch. Dass so verfolgen jetzt die meisten Strategiespiele ihren Sinn. Wie gesagt, irgendwelche Güter musst du da ranbringen. Wenn die Güter erreicht sind, dann werden die Gebäude sozusagen verbessert. Das ist so, ja. Ich finde, es muss mal irgendwas Neues her. Ja, aber egal, darum geht's jetzt nicht. So, wir bauen jetzt also Steinbruch, Holzfällerhütte, Fischerhütte. Okay, Verwaltungsgebäude, Produktionsgebäude, hier haben wir. Holzfällerhütte. So, jetzt ist die Frage. Darf wohl gar nicht so weit weg sein, oder was? Oder was bedeuten diese 100%? Das ist immer so schön erklärt. 85%. 100% Bäume. Ah, okay. Gut. Ich glaube, das reicht. So, Fischerhütte muss in der Nähe von der Küste sein. Wie gut, dass wir das auch so gebaut haben. Dann haben wir noch eine Jagdhütte. Da müssen wir auch gucken, wo das ist. Okay, hier ist 100%. Machen wir also auch hier. Steinbruch. Ah, okay. Das ist gut. Der bezieht sich denn sozusagen von hier drei Felsen, vier Felsen. Ah, okay. Also hier werden sozusagen die Quellen bedacht. So. Okay, jetzt wissen wir das ja. Wir müssen jetzt so alles wieder verbinden mit Straße. So. Ja, so. Jetzt sollte das sozusagen seinen Gang gehen. Zack. Auch hier. Straße nach dahin, zack. Und auch hier machen wir das um die Wohngebäude. Zack, und dann geht's hier runter zu der Fischerhütte. Zack. Speichern. Alles klar, das ist schon mal gut, dass es von alleine speichert. So. Zack. Okay. Gut. Was ist hier? Alte Baumstämme. Ich dachte, hier sind so eine Viecher. Okay. Gut. Also man sieht schon mal die Bevölkerung. Das ist auch schon mal gar nicht so schlecht. Ist interessant. Ey, ich habe extra Wege gebaut und er fährt hier einfach so drüber. Junge, Junge, Junge. Also da, das Passing, ne? The Way Passing, das muss noch ein bisschen verbessert werden. Der macht's hier wenigstens, aber der hier, ne, keine Lust. Keine Lust. Okay, so. Bauen Sie Lehmgrube. Keramische Werkstatt. Okay. Das machen wir. Wertungsgebäude, ne, das ist falsch. Brauche ich nicht auch mal eine Lagergrube oder sowas? Kommt bestimmt. Kommt bestimmt noch. So. Produktion. Lehmgrube. Wo muss die Lehmgrube denn gebaut werden? Es gibt keine Lehmvorkommen im Bereich des Gebäudes. Oha. Da hinten, da ist eins. Ist hier noch eins in der Nähe? Also es wird schon mal angezeigt, indem das so ein bisschen heller das Gebiet gemacht wird. Ah, auf der Karte wird es auch angezeigt, okay. Also hier tatsächlich wird sogar eins angezeigt. Gut, das ist ja auch super. Dann machen wir das so. Zack. Verbinden wir wieder mit Straßen. So. Da gehen wir, glaube ich, gleich runter.
So, und dann können wir die ja nutzt auch noch miteinander verbinden. So, und dann können wir hier noch andere Gebäude bauen. So, was brauchen wir noch? Keramische Werkstatt. Die können wir eigentlich, wenn das läuft, eigentlich gleich dahin bauen, oder? Dienstleistungsgebäude, Lösche, Verwaltungsgebäude. Wo war das hier? Ist das auch hier gewesen? Hier, keramische Werkstatt, ja. Das ist ein Paradies für griechische Kunsthandwerker. Hier werden reich verzierte Keramikprodukte hergestellt. Da brauche ich Stein und Holz. Ah ne, bedündigt Ton bietet Keramik. Okay, das heißt, theoretisch wäre das doch gar nicht so dumm, wenn wir das hier dann gleich hierhin machen würden. Das heißt, er kann das eigentlich gleich da reinmachen. Was braucht er denn? Was ist das für ein Zeichen? Dieses Lager ist zu weit entfernt. Mögliche Verzögerung bei der Lieferung von Ressourcen. Okay, also müssen wir sozusagen dazwischen. Okay, also müssen wir jetzt ein Zwischenlager bauen. Ist ja auch gar kein Thema. Das kriegen wir doch hin. Einfach ein Zwischenlager machen. Zack. Dann ist jetzt hier ein Zwischenlager. Und wir machen jetzt hier auch noch ein Zwischenlager. Zack. Und schon sollte das eigentlich passen. Das scheint wohl auch so, dass die miteinander verbunden sind, die ganzen Lager. Das ist auch cool. Bei manchen Spielen ist das eben so gewesen immer, dass die Lager halt extra waren, ne? Jedes Lager hat sozusagen seinen eigenen Standort gehabt und seinen eigenen Radius. Aber hier scheint es wohl zu sein, als würde das dann hier so einfach reingepackt werden. Und das zählt dann für alles. Das ist nicht schlecht, das ist gut gelöst. Finde ich gut. So. Was brauche ich jetzt? Baue sie Noria. Was ist denn Noria? Ein Wasserrad für die Bewässerung der Felder. Ah. Okay. Ah. Okay. Müssen dies ändern, die wir Menschen beizubringen. Das wird sie dazu bringen, von noch größerem Wohlstand zu träumen. Noria, wo kann ich die denn hinbauen? Die Noria. Braucht die Wasser? Was braucht die denn? Ach, die braucht ein Keramik. Ich muss erstmal warten, bis ein Keramik da ist. Okay. Dann bauen wir dann mal den anderen Mist hier. Weinreben, Weinkellerei. Dieses Gebäude herum können Sie Weinreben bauen. Okay. Das sieht doch ganz gut aus, wenn ich das gleich hier hinballer, oder? Genau. Denn die Weinkellerei, die kann auch gleich hier hin. Dann passt das doch. Ist doch alles schön beisammen. So, jetzt kann ich hier die Weinfelder. Nur 6 Stück kann ich bauen. Kann ich bestimmt später noch mehr bauen. Zack. 2. 3. Drehen kann ich es auch noch. Zack. Okay, das sieht doch schon mal schick aus, oder? Sieht das nicht schick aus? So, jetzt brauchen die natürlich Besserei. Bewässerung, meine ich. Was ist das hier? Ah, jetzt hat er was gebracht hier, okay. Jetzt bringen die das da rein. Okay. Und der holt das von da wieder raus. Fisch, Fleisch, Holz, Stein. Ah, jetzt muss ich so eine. Ach, kann ich sogar auswählen, welche Ressource ich verfolgen möchte. Natürlich alle. Also das hätten sie eigentlich theoretisch gleich so reinmachen können. Oh mein Gott. Auch nicht schlecht. So. Gut, wir haben 3 Wein, 10 Werkzeuge. Wir brauchen jetzt Keramik. Wie sieht es aus mit Keramik? Okay, man kann also hier auch die Produktion stoppen. Okay. Gut. So, jetzt kommt wahrscheinlich meine erste Keramik, oder? Nee. Gehst du hin? Was sind das hier für Balken? Das verstehe ich nicht. Sagt er irgendwas oder wie?
jetzt kommt meine erste Keramik. Super. Er zeigt wahrscheinlich den Weg an, okay? Wie lange er braucht. Gut. Aber komm, die brauchen beim Lehm auch ganz schön lange, muss ich sagen. Aber die Produktion ist echt langsam. Aber das ist nicht schlimm, wenn wir das so Stück für Stück alles hinbekommen. So, wir haben jetzt so ein Ding, deswegen brauchen wir jetzt eine Bewässerungsanlage. Marktplatz haben wir schon. Okay, wir brauchen wahrscheinlich keinen zweiten mehr. So, Bewässerungsanlage. Wo bauen wir die hin? Wo ist mein Keramik? Ich habe doch ein Keramik hingekriegt. Wo geht das hin? Hä? Wo geht denn die Keramik jetzt hin? Hatte doch gerade eine. Hier, jetzt ist zwei Keramik drin. Nee, zwei. Ach, Wein ist das. Wo ist denn hier Keramik? Produzier die doch mal. Jetzt hier. Hä? Wo ist denn meine Keramik jetzt hin? Der verbrät die oder was? Der steckt die jedes Mal hier rein und dann ist sie weg. Ja, das ist ja toll. Bauen Sie Weinrebenfeld, habe ich doch gemacht. Weinrebenplantage. Ach so, ja, weil Dings weg ist, ne? Weil kein Wasser da ist, ja. Das ist klar. Ohne Wasser ist natürlich blöd. Aber wenn die mir kein Keramik liefern, kann ich natürlich auch kein Dings kriegen. So, wir spulen jetzt mal ein bisschen vor hier. Können ja vorspulen. Gibt verschiedene Zeitalter, okay. Und dementsprechend auch verschiedene Gebäude. Okay. So. Hier, der liefert das da rein. Nö, macht er nicht. Spaggy. Toll, das ist super. Krasse. Klasse, klasse, krasse. Komme ich noch nicht mal beim Tutorial weiter, Alter. Die allererste Mission klappt schon wieder nicht. Es ist... Oder sind hier die Keramik? Ah nee, die Keramik landet hier. Warum landet denn der Keramik hier? Junge. Ausschalten. So, jetzt habe ich auch mal einen Keramik zum Bauen. Das ist natürlich doof. Ah, deswegen hätte ich erstmal warten müssen. Okay, gut. Also, ich hätte erstmal warten müssen. Aber das muss man natürlich erstmal sagen, wo das hingeht und sowas alles, ne? Wer soll denn das wissen? So. Gut, dann machen wir hier ein Wasserrad. Zack. Da wird das Wasser rausgefördert. So, gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen Weg bauen können. Jawohl, können wir sogar. Dass alles hier noch ein bisschen schicker aussieht. So. Zack. Auch hier. So. Zack. Die Weinrebe will ich irgendwie mal ein bisschen woanders hinbauen. So, und zwar, weil wir das ja drumherum bauen können, machen wir das so. Ah, der zeigt hier den Wasserdings an, okay. Das ist schon mal gut gelöst, dass er hier den Wasserstand anzeigt. So, jetzt können wir nämlich die Wasserfelder bauen. Zack. Zwei. Drei.
So. Gut. Wollte schon sagen hier. So, jetzt kannst du den Scheiß hier machen. Zack. Was ist hier? Ach, hier fehlen wohl Bäume, oder was? Na gut, im Moment sieht es ja nicht ganz gut aus hier. Aber es ist gut, dass die miteinander verbunden sind, auf jeden Fall. Die ganzen Lager. Stein wird auch immer schön geliefert. Das ist gut. Holz ist hier unendlich, Stein aber nicht. Okay, also Stein muss irgendwann denn mal woanders hingesetzt sein. So, und das hier mit diesen Dings ist ganz schön gemein. Dass die Keramik sofort verbraucht. Das heißt, ich müsste theoretisch ein bisschen mehr hier hinstellen. Aber ich habe nichts mehr. Ich habe kein Geld mehr. Doch. Wieso kann ich das nicht bauen? Es gibt kein Lehmvorkommen im Bereich des Gebäudes. Das ist ja interessant. Es geht sogar auch nur ein Gebäude pro Lehmgrube oder was? Das ist krass. Nur ein Gebäude pro Lehmgrube. Ja. Interessant. Okay. Gut, so werden wir sozusagen gezwungen, uns auszubreiten. Okay. Gut, aber egal, wir machen das anders. Wir bauen jetzt erstmal das, was von uns gefordert wird. Dienstleistung, Läscher, ein Treffpunkt, den Bürger, Essen und sich ausruhen. Ja, das klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht. Das können wir doch gleich hier machen. Das machen wir hier. Bei den Wohngebäuden. Genau. Muss sogar sein. Guck mal, da werden die nämlich grün. Aha. Also es muss bei Wohngebäuden sozusagen platziert werden. Das ist gut. Und wie sieht das mit Militär aus? Militär kann überall. Okay, das ist auch nicht schlecht. Am besten gleich neben den Wein, dass sie gleich sich besaufen können. Feindlicher Überfall, Gefahr drohen. Das war ja toll. Warum baue ich den Scheiß auch? Möge Ares uns helfen. Ein feindliches Schiff ist am Horizont und Fischer berichten, dass Kampflieder über das ruhige Meer zum Ufer fliegen. We must prepare for the worst. Do not delay. Begin recruitment. Verteidigen Sie Ihre Polis vor einem feindlichen Überfall. Okay, jetzt muss ich eine Armee vorbereiten. Toll. Wie mache ich das? Hier unten oder was? Plus Infanterie, Schützen, Bogenschießplatz. Okay, also Infanterie. Psylos. Na, als ob der was ausrichten könnte. Der kann nur hoffen, dass feindliche Frauen dabei sind, damit die sagen, oh, den greife ich nicht an, den hübschen Burschen. Na. Okay, 9 Stück kann ich nur nehmen. 9? Oder ist das pro Kaserne bloß? Okay, die gehen ja auch rein. Und dann? Okay, der ging nur durch. Der wollte nicht kämpfen. Alles klar. Also ist bloß 9. 9 Verteidigung sozusagen. Was ist, wenn ich jetzt noch mehr mache? Okay. Baustelle ist begrenzt. Das wäre natürlich interessant zu wissen, ob es nur 9 möglich sind, ne? So, aber wo sehe ich denn die Soldaten? Ah! Aha! Alles klar, so mache ich das also. Okay, da ist das Schiff. Da kommt es. Wo will es denn hin?
Dann werden wir das mal hier hinbringen, das Schiff. Die Leute. Da ist der Feind. Aber man sieht auch nicht, wie viel da drauf sind. Wo decken, wo wollen die denn hin? Hier wollen die hin, oder was? Ja. Da wollen die hin. Okay. Mal keine Formation, nichts. Man stellt sie einfach nur hier hin. Dann sollen sie kommen. Ich hoffe, dass 9 Stück reichen. Okay. Grundmangel an Materialien. Ja, das ist mir klar. Aber du hast doch jetzt Materialien. Jetzt sollte es doch eigentlich gut laufen hier. So, wir gucken erstmal hier. Wie viel sind es denn? The strangers have landed on the shore and they do not seem friendly. Okay, 2, 4, 6 Stück sind es. Order your troops to confront the enemy. Los, Attacke! Man sieht also auch nicht die Feinde, weil wie viele Lebenspunkte die haben, okay. Meiner geht bald krachen hier, der eine. Okay, wir haben es geschafft. Yeah! Ah, die regenerieren sich auch wieder mit der Zeit. Okay. Aber wieso ist das Boot weg? Das hätte man noch plündern können. To consecrate the moment of great changes with a new jewel in our lands. Hören Sie Gebäude Agora zur zweiten Stufe. Okay, alles klar. Glaubenspanel gibt es auch noch. Bevölkerungspanel. Okay, es sind so Statistiken. Okay. Natürlich sehr klug hier. Ah, ich habe hier... Ah, hier unten ist der Klickding, okay. Wirtschaftspanel gibt es auch noch und normales Menü, alles klar. So großartig viel, hier gibt es noch die ganzen Tipps. And remind yourself of the principles by which the polis is governed. Okay, das Spiel wurde gespeichert, Produktionsgebäude, war vor 16 Minuten. Jetzt sollte es aber eigentlich genug Leben haben. Sieht eigentlich ganz gut aus. Und ein Keramik ist sogar auch immer da drin. Okay, das ist gut. Bleibt zumindest über. Cool. Wir kriegen langsam Weinfortschritt. Aber Weintrauben dauert natürlich. Aber kein Problem. Geht schon. Er scheint wohl auch immer nur eine Weintraube zu nehmen und 4 so eine Dinger. Okay. Also die können auch nicht ewig hier, also ewig viel, ne, unendlich da drin sammeln. Nehmen nur so viel, wie sie brauchen. Und dann wird wieder nachgeliefert. Okay. Cool. Gut, wir machen jetzt die Agora verbessern. Sieht natürlich gleich viel schicker aus, ja. Mit Statue. Expressed dissatisfaction regarding their own homes. You can modernize the houses and their... Und jetzt geht natürlich auch die Stufe 2 los von den Häusern. The citizens' demands will grow, but in return they will be able... Und ich kann noch viel, viel mehr bauen. Ach du Gott. Technologie. Alles klar. Einheiten Verwaltungs... Ah, das ist Tab-Taste. Okay, gut. Häuser brauchen wir erstmal nicht. Oh ja, Parkplatz, Lager. Okay, Haus der Sophisten. Sie will 30 Zeugüten, um dieses Gebäude freizuschalten. Okay.
Zeugulden werden wohl die, die das hier alles haben. Das heißt, Bier. Warum wollt ihr immer saufen? Warum ist immer Alkohol immer sowas für den Wohlstand? Ich verstehe das nicht. Ah, der produziert Menschen oder was hier? Oder zumindest Zufriedenheit produziert er, okay. Ja. Wir brauchen, was brauchen wir? Sägewerk, okay, Sägewerk. Weinkellerei, haben wir eigentlich alles? Oder haben wir eine Weinkellerei? Ja, haben wir eigentlich schon. Das ist die hier. Ja, okay, die haben wir schon. Sägewerk macht Bretter. Ist natürlich auch sehr klug, wenn wir die dann hierhin machen. In die Nähe davon. Jetzt gehen natürlich die Bäume hier natürlich kaputt. Etwas ungünstig. Aber egal, was soll ich machen? Der muss da natürlich hin. Wieso? Ich will Straße bauen. So. Genau. Ah, jetzt habe ich hier so dicht beieinander gebaut. Das ist vielleicht ein bisschen ungünstig jetzt gewesen, aber das macht nichts. Die können ja auch so. Zack. So. Das sollte ja auch so passen. So, weil das ist ein bisschen dumm gemacht hier. Das machen wir gleich anders. So, jetzt sieht das viel schöner aus. Gut. Genau, so, hier machen wir auch noch was. Zack. Das sieht alles schon ein bisschen schicker aus. Auch noch. Zack. Das heißt, hier können wir noch was bauen, hier können wir noch was bauen. Militär können wir nichts mehr bauen. Dekoration ist eine Lösche. Dienstleistung ist eine Lösche. Ja, ansonsten war es das eigentlich. Mehr können wir eigentlich großartig erstmal gar nicht machen. Wir brauchen noch neue Einwohner. Und am Hügel können wir natürlich nicht bauen. Beziehungsweise fehlen uns wieder Bretter. Holz fehlt uns. Was ist hier los? Mehr Holz. Wir brauchen mehr Holz. Ich brauche für Holz bauen Holz. Na toll. Okay, gut. Ich denke, das dauert hier noch ein bisschen. Ja, das war so erster Eindruck. Ja, von Builders of Quies. Ja, man kennt es eigentlich, ja, so. Ist, wie gesagt, nur die Thematik ein bisschen anders. Ansonsten gibt es vielleicht ein, zwei neue Futures vielleicht, ja. Aber ansonsten ist es eigentlich nichts Neues, wenn man eigentlich wirklich so Strategie-Fanatiker ist, denn, denke ich mal, ist das so ähnlich gehalten. Ich glaube, wie Siedler, ne? Siedler ist das so ähnlich gehalten. Da gibt es ja auch so eine Produktionsgebäude und da musst du was reinpacken und dann kommt da wieder was raus und. Und ja, ist wie eine Art hier Städtesimulation. Ich denke mal, Krankheit wird irgendwann auch noch ein Faktor sein. Genau, hier die Gebäude muss man glücklich machen, damit die sozusagen sich aufstufen lassen. Gebäudetätenhäuser aufs Haus von Zeugüten verbessern. Ah, okay, genau. Das kennt man, ich glaube, das war von Siedler, ne? Kannte man. Dass sozusagen sich dann andere Bevölkerungsgruppen gebildet haben. Und dementsprechend konnte man auch irgendwie neue Gebäude bauen. Ja, genau. Hat dir das gefallen? Lass gerne mal ein Like da. Lass auch gerne mal ein Abo da. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und komm auch gerne mal auf unseren Discord. dc.somcard.net. Und ja,
Dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.